Ja, es ist immer noch sehr bitter. Ich habe mir das Spiel, glaube ich, jetzt schon dreimal nochmal angeguckt. Leider haben wir immer noch verloren, aber sehr, sehr, sehr viele positive Dinge können wir da rausziehen. Wir haben nie aufgegeben, haben immer an uns geglaubt, was der Trainer auch in der Halbzeit und vor dem Spiel gesagt hat. Also die Enttäuschung, dass wir nicht weitergekommen sind, ist eigentlich verstärkt sich mit jedes Mal, mit jeder Videoanalyse, die ich mache vom Spiel. Also die Mannschaft hat einfach ein Top-Spiel gemacht über 120 Minuten und dann ist es nach wie vor sehr, sehr ärgerlich, dass wir nicht als Sieger vom Platz gegangen sind. Also es ist immer noch ein Stück weit Enttäuschung da. Ja, also ich denke, man sieht es an meinen Augenrändern. Der Schlaf war eher weniger. Ne? Man muss sagen, ja, da gehen einem viele Szenen durch den Kopf. Und ja, allein nach dem Spiel, der Adrenalinpegel, der war ganz weit oben. Und da, ja, da war erst ein, zwei Stunden Schlaf. Danach waren wir hier beim Auslaufen. Ja, und auch die zweite Nacht, die letzte Nacht, die war auch nicht so gut, weil ja, das war schon ein Spiel. Ich denke mal, das war ein Highlight in Siegen. Und ja, auch nicht nur für uns Spieler. Ich denke, auch viele Zuschauer sind da mit vielen Gedanken ins Bett gegangen. Wir haben uns natürlich selbstverständlich auch damit beschäftigt, haben uns anwaltlich beraten lassen. Auch ich habe zum Beispiel mit meinem Freund Alex Rosen, Manager von Hoffenheim, telefoniert. Die haben die Geschichte mit diesem Phantomtor vom Stefan Kießling durch. Ja, im Endeffekt ist es so, dass uns keiner realistische Chancen auf Erfolg eingeräumt hat. Und deswegen sehen wir vom Einspruch ab und müssen das leider akzeptieren. Ja, wenn wir das jetzt so weitermachen, jetzt für morgen, für Lippstadt, das ist schon wieder der erste Schritt für DFB-Pokal. Es wird zwar nicht einfach, weil wir auch ein bisschen kaputt sind, aber es ist alles ein bisschen Kopfsache und wir werden da alles raushauen und versuchen, die zweite Runde einzuziehen. Nö, also wir haben die Termine ja vorher gewusst, dass jetzt das DFB-Pokalspiel so eine Dramaturgie hat. Das konnte man sicherlich nicht einplanen, aber der Spielplan war klar. Es ist jetzt die Personalsituation eher nochmal verschärft, dadurch, dass jetzt Susu wieder gesperrt ist, dass ein Abdullah Kesaroglu höchstwahrscheinlich ausfällt wegen der Verletzung. Aber das sind alles Dinge, damit lernen wir umzugehen. Das hat auch die Mannschaft schon super gemacht, auch gerade in dem Spiel so viele Rückschläge weggesteckt in dem Spiel gegen RSV Frankfurt und trotzdem bis zur 120. Minute alles gegeben. Da dann werden wir weiter arbeiten und hoffen, dass wir dann in Lippstadt ein Erfolgserlebnis feiern können. Man versucht jetzt Vollgas zu geben. Man hat geschnuppert, wie der DFB-Pokal ist. Und ja, das gibt uns die Motivation, jetzt auch gegen Lippstadt das Ding zu biegen und die nächste Runde zu erreichen. Ja, auch für die Liga. Wir sind heiß als Mannschaft, die ersten Punkte einzufahren. Und ich bin auch überzeugt mit der Leistung, wenn wir darauf aufbauen, dass wir ja, viele Punkte jetzt die nächsten Spiele sammeln werden.